Als die Menschen sesshaft wurden, als sie vom Jäger und Sammler zum Hirten und Bauern wurden, als Menschen sich mit all dem auseinandersetzten, was sie zu diesem Zeitpunkt nicht verstehen konnten. In dieser Zeit wurde er zum bis heute wichtigsten Symbol eines ganzen Kontinents, der Olymp. Der Olymp, der Berg, den viele aufgrund seiner mythologischen Relevanz kennen und aufgrund der Geschichten rund um ihn und den verschlafenen Geschichtsunterricht in der 5. Klasse. Doch hinter dem Olymp und den Göttern steht auch ein Berg. Beste Gelegenheit für Berge im Porträt. Fangen wir wie immer mit der Geografie an. Der Olymp steht in Griechenland zwischen den Regionen Thessalien und Zentralmakedonien. Mit 2918 Metern Höhe ist er der höchste Berg Griechenlands und 300 Meter höher als der nächsthöchste Berg der Smolikas im Pindosgebirge. Zu Beginn muss ich euch aber gleich eine Illusion nehmen. Der Olymp ist kein Berggipfel, er ist ein Massiv. Jedoch ist es außerhalb der Alpen in Europa recht ungewöhnlich, einen Gebirgsstock auch massiv zu nennen, wie beispielsweise das Mont Blanc Massiv. Es wäre also eigentlich vielmehr das Olymp Massiv. Aber bleiben wir mal beim Olymp. Der Olymp als Gebirgsstock besteht aus 5 signifikanten einzelnen Gipfeln. Der höchste aller Gipfel ist der Mythikas, gefolgt von Skolio, Stefani, Scala und etwas versetzt dem Prophitis Ilias. Der Olymp ist geografisch etwas Besonderes. Durch seine lediglich 20 Kilometer, die er vom Meer entfernt steht, ist seine Höhe von 2918 Metern auf dem Papier vielleicht nichts Aufregendes, aber wenn man davor steht, ist es einer der höchsten Bergaufbauten in Südeuropa. Und das sieht man dem Berg an, selbst aus dem Luftraum. Doch der Olymp ist nicht nur von der Ferne aus etwas Besonderes, sondern auch im ganz kleinen Rahmen. So ist er von der einer außergewöhnlichen Flora und Fauna geprägt, die es teilweise in den Regionen um den Olymp nirgends sonst gibt. Vor allem, dass die vielen Pflanzen wie die Orchideen, der Buchsbaum, Nelken, Schöllkraut und Glockenblumen auch in den höchsten Lagen des Berges wachsen, das macht ihn zu einem einzigartigen Berg in Griechenland. Deshalb bekam der Berg auch in diesem Sinne eine besondere Aufmerksamkeit. Bereits 1938 wurde der Olymp zum Nationalpark und somit entsprechend schützenswert. 1981 wurde er außerdem zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt. So liegt es natürlich nahe, dass der Olymp zu einem wichtigen Wahrzeichen und zu einem spannenden Punkt für die Menschen wurde. Nicht erst seit gestern. Wenn man den Olymp und die Beziehung zum Menschen verstehen will, muss man weit zurück in die Zeit rund um 800 vor Christus. In die Zeit des antiken Griechenlands. Hier nannten die alten Griechen den Berg, auf dem die Götter wohnen, Olymp. Warum genau Olymp, das weiß man übrigens nicht ganz gesichert. Jedenfalls steht ein Olymp im antiken Griechenland für den Wohnsitz der Götter, der lichterfüllt und himmlisch ist. Jedoch hatte der Olymp der alten Griechen grundsätzlich mal nichts mit dem Mythikas oder dem heutigen Olympmassiv zu tun. Denn Olymp konnte grundsätzlich jeder Berg sein. So galt ein Olymp grundsätzlich immer als Bezeichnung für einen Wohnort der Götter. Aber auf einen genauen Wohnort hatte man sich damit nicht festgelegt. Doch im 5. Jahrhundert vor Christus kam dann Herodot, der später als Vater der Geschichtsschreibung galt und betitelte ausschließlich den uns heute bekannten Olymp dementsprechend. So war jedoch schon äußerst früh klar, dass dieser Berg etwas Besonderes sein muss. Das führte dazu, dass sich viele Griechen so nah wie möglich an den Olymp siedelten. Sie wollten den Göttern möglichst nah sein. Ausgrabungen wie in Dion oder Leibretra zeigen gut, wie die Menschen die Nähe zum Berg suchten und das schon vor tausenden Jahren. Doch dann passierte lange Zeit relativ wenig. Gerüchten zufolge versuchten immer wieder die alten Griechen aufzusteigen, jedoch oft erfolglos. Ob sie zu viel Respekt oder gar Angst vor den Göttern hatten oder schlichtweg keinen ordentlichen Weg oder entsprechende Ausrüstung hatten, das ist letztlich ungeklärt. Doch es gibt Indizien dafür, dass dieser Berg keine triviale Angelegenheit ist. Und zwar bis heute. Bergsteigerisch gab es schon erste Erkundungen um 1800 herum. 1806 erkundete William Martin Leake, ein berühmter Archäologe dieser Zeit, den Olymp. 1855 der französische Archäologe Léon Ossy. Allesamt konnten aber nie sicher sagen, wie weit in der Vergangenheit der Olymp besiedelt wurde. Dreimal versuchte der Ingenieur Eduard Richter 1909, 10 und 11 den Mythikas als Hauptgipfel zu besteigen. Doch während Heinrich Barth schon 1862 den Olymp erreichte,
blieb der Mythikas letztlich bis 1913 ein Rätsel, bis er von einem griechischen Bergführer namens Christos Kakalos und seinen Kollegen bestiegen wurde. Der Olymp wurde in dieser Zeit nicht mehr entweiht, denn der Glaube an die Götter am Olymp war zu diesem Zeitpunkt schon äußerst verwaschen und die Ansichten wurden überdacht. Auf dem Mythikas waren, haltet euch fest, keine Götter zu finden. Trotzdem blieb die Mythologie dahinter erhalten und bis heute steht der Olymp zumindest noch metaphorisch als der Berg der Götter. Dabei ist er mit seinen 5 Hauptgipfeln der Olymp ohnehin eine fragwürdige Sache. Doch will man auf den Olymp als solches hinaufgehen, gibt es viele Möglichkeiten. Keine einzige davon ist übrigens ruhig und abgelegen, sondern alle Touren erfreuen sich seit vielen Jahrzehnten schon steigender Beliebtheit. Als höchster Berg Griechenlands, aber auch immer noch als Sitz der Götter. Wichtigster Ausgangspunkt ist hier der Ort Litochoro. Hier starten die meisten Wanderungen auf den Olymp, wobei hier gleich die Anforderungen an die Bergsteiger deutlich werden. Litochoro liegt auf 290 Metern über dem Meer. Damit sind es vom Dorf bis zum Gipfel rund 2630 Meter Differenz. Eine Tour, die nur die allerwenigsten richtig guten Wanderer an einem Tag schaffen. Vor allem, weil es am Olymp ab einer gewissen Höhe mit dem Schatten und letztlich auch mit der Hitze immer schwieriger wird. Deshalb haben sich über die Jahrhunderte diverse Hütten etabliert. Diese sind eine beliebte Anlaufstelle für alle Touristen, die den Olymp besteigen wollen. Denn tatsächlich, die meisten wollen einfach irgendwo auf dem Olymp oben stehen. Nur sehr wenige schaffen es tatsächlich auf den Hauptgipfel und damit auf den höchsten Punkt, den Mythikas. Denn dieser erfordert nach 2630 Höhenmetern oder auch 1900 Höhenmetern, wenn man in Prionia startet, nochmal vollste Konzentration bei der Kletterschwierigkeit 1+ im bröseligen Felsgelände. Ein Wagnis, das sich nur wenige Touristen trauen. Der Olymp bietet damit also auch eine Kleinigkeit für Bergsteiger. Trotzdem ist weder der Mythikas noch das Olympmassiv eine reine Touristenattraktion. Oftmals reisen auch viele Griechen zum Wandern beispielsweise an. Das Gebiet ist so groß, dass es oftmals als Erholungsgebiet für die Griechen empfohlen wird. Und wenn man die Hüttenzeit zwischen Juni und September, in der der Olymp schneefrei ist, meidet, dann hat man sogar die Möglichkeit, komplett allein am Mythikas zu stehen. Also natürlich allein mit den Göttern, versteht sich. Die Touren auf den Mythikas sind jedenfalls nicht zu unterschätzen. Die Berghütten immer extrem überfüllt und das Plateau am Olymp in der Saison sehr gut besucht. Doch gleichzeitig ist am Olymp selber erstaunlich viel Platz, sodass Menschenmassen vor allem auf den einzelnen Wegen und bei den Hütten ein Problem sein können. Außerdem ist eines extrem wichtig. Griechenland und die Region um den Olymp ist um die Region sehr bemüht. Hier ist man nicht nur zum Touristen ausnehmen, sondern auch da, um die Menschen aufzuklären und sie auf die Herausforderungen der Natur aufmerksam zu machen. Es gibt ein großes Projekt, bei dem über Infotafeln am gesamten Weg nach oben viel Aufklärungsarbeit zum Thema Naturschutz, Artenschutz, Artenvielfalt, Pflanzenwelt und die Faszination rund um den Olymp erklärt und gezeigt wird. So wird Naturschutz ebenfalls berücksichtigt. Nicht zuletzt sollte man erwähnen, dass der Olymp auch Teil des spannenden E4-Weitwanderwegs ist, der von Portugal bis auf Zypern verläuft. Wer grundsätzlich auf den Olymp steigen will, muss sehr gut vorbereitet, sehr fit und sehr hitzeresistent sein, um oben anzukommen. Einen Besuch bei den Göttern muss man sich hier wahrlich verdienen. Wenn euch die heutige Episode Berge im Porträt gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Diese Serie ist sehr aufwendig und es freut mich natürlich sehr, wenn ihr diese Arbeit etwas unterstützen würdet. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!